Die Minusgrade im Landauer Zoo heute für die sibirischen Tiger genau das Richtige. Sie lieben Temperaturen jenseits des Gefrierpunktes und sind die Kälte-Champions unter den Zootieren. Wie der Name vermuten lässt, kommen sie eben in sehr kalten Regionen vor, wo es im Winter bis minus 30, 40 Grad werden kann. Da sind dann minus 5 Grad natürlich keine Herausforderung. Wirkliche Probleme machen die momentanen Temperaturen jedoch nur wenigen Tieren hier im Zoo Landau. Auch wenn viele von ihnen diese Minusgrade aus der Heimat nicht kennen. Grundsätzlich halten wir ja überwiegend exotische Tierarten. Das heißt, das sind Tiere, die aus wärmeren Gefilden kommen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht doch recht gut mit Kälte auch zurechtkommen. Und erstaunlicherweise, wenn ich mir jetzt die Zebras angucke oder Gnus oder auch die Dromedare, andere Tiere, die wir halten, bilden die im Winter sogar sowas wie ein bisschen Winterfell aus. Und das schützt noch einmal zusätzlich. Es zeigen sich heute erstaunliche Bilder. Rosarote Chile-Flamingos zum Beispiel, die mit ihren langen Stelzen im weißen Schnee stehen. Laut Zoodirektor Heckel lieben auch sie die Kälte und benötigen lediglich viel Futter, um den Stoffwechsel entsprechend in Gang zu halten. Eine Tierart kommt allerdings so gar nicht mit den Minusgraden klar. Erstaunlicherweise sind das bei uns die Pinguine. Wir halten bei uns Humboldt-Pinguine, die aus gemäßigten Zonen kommen. Sie leben an den Küsten Südamerikas, wo die Umgebungstemperatur sehr warm ist. Sie haben zum Beispiel eine Rückzugshöhle, die betemperiert ist, oder auch eine Wärmeplatte, auf die sie sich stellen können, damit die Füße nicht so frieren. Damit alle Wärmevorrichtungen auch einwandfrei funktionieren und hier kein Tier kalte Füße bekommt, geht der Direktor höchstpersönlich auf Kontrollgang. Wir gehen mit. Gucken wir mal nach unseren Zebramangusten. Man sieht, der Wärmestrahler wird sehr gerne genutzt. Die haben ja auch noch eine Rückzugshöhle, die auch temperiert ist. Aber man sieht, die fühlen sich wohl und ab und zu flitzen sie schon mal durchs Gehege, wenn gefüttert wird. Dann doch direkt weiter zu den bibbernden Kleinen aus Südamerika. Ja, da sieht man, kamen gerade zwei Pinguine aus ihrer beheizten Höhle. Die ist so ein bisschen temperiert. Hier sieht man einen Pinguin, der gerade auf dieser Heizmatte steht und sich da ein bisschen aufwärmt. Das Wasser ist Gott sei Dank eisfrei. Da achten wir immer drauf, dass da kein Tier zu Schaden kommt. Das ist halt immer ganz wichtig. Wichtig auch für die Pinguine? Futter. Auf der Speisekarte heute wenig überraschend Fisch. Und noch einer. Andere Tiere wissen wiederum, dass Bewegung ordentlich warm halten kann. Auch wenn alle Warmhaltemethoden schon bald nicht mehr so nötig sein werden. Schon für nächste Woche sind deutlich mildere Temperaturen angekündigt. Gerade für die Pinguine kann Weihnachten also allmählich eintrudeln.